In einem Reich, in dem sich grüne Hügel sanft an den Himmel schmiegen und plätschernde Bäche Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen, gab es ein malerisches Dorf, eine Oase der Gelassenheit und uralten Weisheit. In diesem Weiler, unter dem wachsamen Blick uralter Bäume und den immer flüsternden Winden, lebte Meister Koji, ein alter Mönch, dessen Weisheit schimmerte wie die Sterne und dessen Gelassenheit so tief war wie der Ozean. Sein Ruf als Weiser mit tiefer Einsicht und Gelassenheit hatte Berge überquert und Flüsse durchquert, um Seelen aus der Ferne anzulocken, die sich nach Erleuchtung und Frieden sehnten. Inmitten dieser ruhigen Umgebung reiste ein junger Mann, Hiroshi, durch die Nebel der Ungewissheit und die Wälder der Kontemplation, sein Herz schwer von der Last der modernen Existenz. Sein Geist, der sich im Netz des materiellen Strebens und der gesellschaftlichen Erwartungen verheddert hatte, suchte Zuflucht und Klarheit in der Umarmung von Meister Kojis Weisheit. Der ehrwürdige Meister Koji begrüßte Hiroshi mit einem Lächeln, das Wärme ausstrahlte wie die Morgensonne. Er lud Hiroshi ein, in den heiligen Mauern des Klosters zu verweilen, einem Zufluchtsort, an dem die Zeit stillzustehen schien und Ruhe in jedem Winkel flüsterte. Hiroshi nahm das Angebot mit einem Herzen voller Hoffnung an. Während sich die Tage zu Wochen ausweiteten, beobachtete Meister Koji Hiroshis glühende Suche nach einem Sinn, eine Suche, die so unerbittlich war wie der Fluss. An einem bezaubernden Abend, als die Sonne sich in einem spektakulären Farbenspiel verabschiedete, winkte Meister Koji Hiroshi in den mystischen Garten des Klosters, ein Tableau der Harmonie der Natur. In diesem Garten, in dem Bonsai-Bäume uralte Geheimnisse flüsterten und ein Bach Wiegenlieder vergangener Zeiten summte, vermittelte Meister Koji seine Weisheit. Beobachte, Hiroshi, die schlichte Schönheit des Gartens. Jedes Element, vom bescheidenen Stein bis zum majestätischen Baum, hat seinen eigenen Zweck. Im Leben, wie in diesem Garten, müssen wir unseren Platz finden und unsere Bestimmung annehmen. Meister Koji, in dessen Augen sich die Weisheit der Jahrhunderte widerspiegelte, fuhr fort: Wahrer Frieden wohnt im Heiligtum der Gegenwart. Die Vergangenheit ist nur ein verblassendes Echo, die Zukunft ein verschleierter Horizont. Nimm das jetzt an, und darin liegt die Gelassenheit. Er reichte Hiroshi einen Kieselstein und wies ihn an, ihn in den Bach zu werfen. Als der Kiesel das Wasser aufwirbelte und Wellen erzeugte, die davon tanzten, erklärte Meister Koji: Deine Handlungen sind der Kiesel, Hiroshi. Sie kräuseln sich durch den Wandteppich des Lebens und formen dein Schicksal. Sei achtsam, denn jede Handlung malt die Leinwand deines Lebens. Im nährenden Schatten von Meister Kojis Anleitung tauchte Hiroshi in die Tiefen der Meditation und Kontemplation ein. Schicht für Schicht legte er seine Ängste und Befürchtungen ab und erwachte in der Schönheit der Einfachheit und der tiefen Stille der Weisheit. Unter der uralten Kirschblüte, deren Blütenblätter im Wind wie Konfetti der Natur tanzten, fragte Hiroshi nach der Essenz des wahren Glücks. Meister Koji bot Hiroshi mit einem wissenden Lächeln eine reife, glänzende Kirsche an. Das Leben, Hiroshi, ist wie diese Kirsche, süß, vergänglich. Das Glück liegt nicht in der Jagd nach Vergnügen oder dem Ausweichen vor Schmerz. Es blüht auf, wenn man die vergängliche Süße eines jeden Augenblicks genießt, wenn man die Vergänglichkeit von allem erkennt. Als Hiroshi die Kirsche kostete, entfaltete sich in ihm eine Offenbarung. Glück war kein fernes Land, das es zu erreichen galt, sondern ein Weg, den man beschreiten konnte, der in den einfachsten Momenten und den alltäglichsten Freuden zu finden war. Die Monate verwandelten sich in Jahreszeiten, und Hiroshi kam wie verwandelt heraus. Er war nicht länger ein Mann, der von weltlichen Sorgen gefesselt war, sondern eine Seele, die gelassen durch die Meere der Existenz segelte, geleitet von den Sternen der Zen-Weisheit. Als Hiroshi sich darauf vorbereitete, wieder in die Welt jenseits der Klostermauern einzutreten, vermittelte Meister Koji, der am alten Tor stand, eine letzte Perle der Weisheit. Die Reise zur Erleuchtung, Hiroshi, ist ewig. Tritt jeden Schritt mit Achtsamkeit, und der Frieden, den du suchst, wird dir gehören. Hiroshi schritt hinaus in die Welt, sein Herz war von der neu gewonnenen Weisheit erleuchtet,
sein Geist im Einklang mit dem Rhythmus des Kosmos. Das Dorf mit seinem weisen, alten Mönch verschwand am Horizont, doch das Echo von Meister Kojis Lehren hallte in Hiroshis Seele nach, ein führendes Licht durch den Wandteppich des Lebens, geschmückt mit der zeitlosen Weisheit des Zen. Auf unserer Reise durch den Wandteppich dieser bezaubernden Geschichte wollen wir uns in die tiefe Weisheit vertiefen, die in der Erzählung widerhallt, und einen Schluss weben, der der weisheitsvollen Gelassenheit entspricht, die sie verkörpert. Im Mittelpunkt unserer Geschichte steht das zeitlose Wechselspiel zwischen dem Chaos der weltlichen Existenz und der Ruhe der spirituellen Erleuchtung. Hiroshi, belastet durch den Tumult des modernen Lebens, symbolisiert den ewig Suchenden in uns allen, eine Seele, die im Meer der materiellen Wünsche, des gesellschaftlichen Drucks und der Existenzangst umhertreibt. Seine Pilgerreise zu Meister Koji, einem Leuchtfeuer der Weisheit und des Friedens, spiegelt unsere eigene Suche nach Verständnis und Gelassenheit inmitten des unerbittlichen Sturms des Lebens wider. Meister Koji mit seiner grenzenlosen Weisheit und seinem gelassenen Gemüt repräsentiert den erleuchteten Weisen, der das Weltliche überwunden hat. Er verkörpert den Gipfel der spirituellen Verwirklichung, wo Frieden und Verständnis so mühelos fließen wie ein Bergbach. Seine einfachen und doch tiefgründigen Lehren erinnern uns daran, dass wahre Weisheit oft in Einfachheit und Achtsamkeit liegt. Die Gartenszene, ein Meisterwerk der natürlichen Harmonie und der Zen-Ästhetik, symbolisiert die Schönheit des Gleichgewichts und die Wichtigkeit, den eigenen Platz im großen Plan der Existenz zu finden. Sie lehrt uns, dass jedes Element im Leben, egal wie klein oder scheinbar unbedeutend es ist, seinen eigenen Sinn und seine eigene Schönheit hat. So wie der Bonsai-Baum und der Kieselstein im Bach ihren Platz im Garten haben, so haben auch wir unseren Platz in der Weite des Universums. Der von Hiroshi in den Bach geworfene Kieselstein ist eine kraftvolle Metapher für die Auswirkungen unseres Handelns. Er erinnert uns daran, dass jede Entscheidung, die wir treffen, jede Handlung, die wir ausführen, Wellen durch unser Leben und das Leben anderer sendet. Achtsamkeit in unserem Handeln ist daher nicht nur eine persönliche Praxis, sondern eine kosmische Verantwortung. Der Kirschblütenbaum, unter dem Hiroshi Erleuchtung findet, ist ein Symbol für die vergängliche Schönheit des Lebens. Er lehrt uns, die vergängliche Natur der Existenz anzunehmen, Freude an den flüchtigen Momenten zu finden und die Schönheit der Unbeständigkeit zu schätzen. Das ist die Essenz des Zen, ganz in der Gegenwart zu leben und die vergängliche Natur aller Dinge anzunehmen. Als Hiroshi transformiert und erleuchtet abreist, werden wir daran erinnert, dass die Reise der Selbstentdeckung und des spirituellen Wachstums kontinuierlich ist. Erleuchtung ist kein Ziel, das es zu erreichen gilt, sondern ein Weg, den man beschreiten muss, eine Reise, die durch ständiges Lernen, Achtsamkeit und das Umarmen des gegenwärtigen Augenblicks gekennzeichnet ist. Abschließend lässt sich sagen, dass diese Geschichte, ähnlich wie ein sorgfältig angelegter Zen-Garten, das Leben selbst widerspiegelt, schön, vergänglich und tiefgründig. Sie lädt uns ein, innezuhalten, nachzudenken und die Reise des Lebens mit all ihren Herausforderungen und Freuden zu schätzen. Er lehrt uns, dass wir auf der Suche nach Weisheit und Frieden die Gegenwart umarmen, achtsam mit unseren Handlungen umgehen und Freude an den einfachen Schönheiten des Lebens finden müssen. Lasst uns also diese Lektionen mit uns tragen, so wie Hiroshi es tat, und uns mit leichtem Herzen in die Welt wagen, mit einem Geist, der im Einklang mit der Ebbe und Flut der Existenz steht. Möge die Weisheit von Meister Koji wie ein sanfter Leitstern unsere Wege durch den sich ständig entfaltenden Teppich des Lebens erhellen.